Was geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben und ich möchte in diesem Video auf eine Frage eingehen, die mir gestellt worden ist. Und zwar lautet die Frage: Was ist das wichtigste Supplement? Also, wenn ich mich für ein Supplement entscheiden müsste, welches Supplement wäre für mich das wichtigste? Und so kann man, das ist eine sehr schwierige Frage, weil so einfach kann man die nicht beantworten. Denn was sind denn Supplements? So Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und so weiter und so fort, sind natürlich alle wichtig für den Körper und der Körper braucht auch alle davon. Darum ist es ein bisschen schwer, sich jetzt für eine Sache zu entscheiden. Eiweiß, immer Proteine und so, ja, okay, also wisst ihr schon. Ja, aber ich gebe euch eine Antwort. Also wenn ich mich für eine einzige Sache entscheiden würde, ja, dann würde ich mich für das hier entscheiden. Das da, das sind Spirulina-Algen. Algen, ja, wächst im Meer. Und was ist eine Alge? Ja, eine Alge ist im Prinzip Gemüse. Ja. Gemüse, Grünzeug, wie Brokkoli oder Spinat oder so, was im Meer wächst. So, wie entsteht eine Alge? Wasser, Licht, boom, entstehen Algen. Wie in meinem Aquarium, was ihr da hinten sehen könnt. Ja, ich habe da, als ich das neu gemacht habe, das Aquarium, Wasser reingekippt, Sonnenlicht scheint drauf, auf einmal hatte ich da Algen drin. Und ich habe mich gefragt, hä, wie kommen da Algen rein? Ich habe doch gar keine reingemacht, auf einmal sind da Algen drin. So, also, so entsteht Leben, ja, Wasser, Licht, auf einmal, zack, Leben entsteht, Alge. So, also das ist wirklich sozusagen die Urinformation des Lebens, ja, und diese Algen sind halt grün und alles, was grün ist, ist gut. Alles, was grün ist, macht Detox und ist basisch und, ja, ich lese euch mal hier kurz vor, da steht nämlich ein Satz drauf, also die grüne Kraft der Urzeit, die Mikroalge Spirulina Platensis gehört zu den wertvollsten basischen Lebensmitteln. Also es ist basisch. Einige von euch kennen das ja vielleicht. Es gibt Säure und Base und das muss immer in so einem gesunden Verhältnis sein. Ja, also wenn ihr zu viel Säure habt, dann übersäuert der Körper, ist nicht gut, nichts gut. Wenn der Körper, jetzt werde ich hier von der Sonne so angeschienen, egal. Wenn der Körper, ich muss mal hier, so, oh ja, hier ist gut. Nein, doch nicht, jetzt. Wenn der Körper zu viel Säure hat, ja, dann übersäuert ihr und das lagert sich in den Muskeln, in den Knochen, in den Gelenken ab und so weiter. Dann fühlt man sich schlecht, tut alles weh und so. Also zu viel Säure ist nicht gut, aber durchgehend basisch sein, da müsstet ihr schon hundertprozentiger Veganer, Fruitarian sein, wenn ihr hundertprozentig basisch sein wollt. Und ich sage euch, dann hat man nicht so viel Power. Okay, es gibt einige Veganer, die haben Power, ne? Nehme ich zurück, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Also wäre nichts für mich und für viele da draußen auch nicht. Aber ihr solltet die Säure, also was wird alles sauer? Ja? Fleisch, Eier, Milch, fast alles, was wir essen, wird sauer, außer Obst und Gemüse. Ja? Also ganz grob gesagt jetzt. Und wenn ihr zu viel sauer seid, zu sauer seid, ja, dann für Sport nicht gut, ja? Für Regeneration nicht gut. Darum sollte man das immer ausgleichen und das könnt ihr machen durch Grünzeug, Salat, Obst, Vitamine und so weiter. Ja? Das gleicht das halt aus. Und darum würde ich auch diese Algen empfehlen, denn in denen ist alles Mögliche drin. Und ich lese mal weiter vor. Also ist auf jeden Fall basisch, ja? Sehr basisch. Sehr grün, ganz viel Chlorophyll drin und so. Bla bla bla. Neben hochwertigem Eiweiß enthält Spirulina eine Vielzahl an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen sowie über 2000 weitere wertvolle Vitalstoffe. Also ich weiß nicht, was 2000 Vitalstoffe, überlegt mal 2000, wie lange das jetzt dauern würde, bis ich die alle aufgezählt hätte. Ich habe keine Ahnung davon, aber anscheinend gibt es 2000 Stoffe, die da drin sind. Also die Urinformation des Lebens, ja. Also das, ich sag mal, das ist das grünste Grünzeug, was ihr euch geben könnt, ja. Und das sind halt solche Presslinge. Ich hol mal welche raus hier. So, jetzt seht ihr schon, wie grün das ist. Ich habe da mit meiner Hand reingegriffen und meine ganze Hand ist grün, ja. Also das sind solche kleinen Kapseln hier. Ich stelle das mal scharf jetzt. Okay, er stellt es nicht scharf. Jetzt hat er scharf gestellt. Also meine Hand ist schon direkt grün und das sind solche Kapseln und dann kannst du die einfach essen und mit Wasser runterspülen oder so. Und dann hast du da deine basischen Mikronährstoffe. Mikro, Makro, alles Mögliche drin. Proteine sind da auch drin, ja, also pflanzliche Proteine. Da ist alles Mögliche drin.
Ich würde mich jetzt nicht nur davon ernähren, ne? Also könnte man vielleicht, aber ich würde mich nicht nur davon ernähren. Aber was ich zum Beispiel mache, wer, ganz ehrlich jetzt, wer isst jeden Tag Gemüse? Wer hat jeden Tag eine große Portion Gemüse und Salat dazu und keine Ahnung was? Also ich nicht jeden Tag, so oft es geht, aber nicht jeden Tag. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, oh, ich hatte heute noch gar keine Vitamine, noch gar keine, kein Gemüse und gar nichts, ja, dann nehme ich so eine Handvoll, eine halbe Handvoll, also ne, so viel wie für euch richtig ist. Also ihr müsst ja jetzt nicht eine Kapsel am Tag oder zwei, drei, sondern das müsst ihr sehen, als wenn ihr euch so eine Portion Grünzeug reinzieht, ja. Dann gebe ich mir das halt. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe heute keine Vitamine gehabt oder zu wenig oder ich brauche ein bisschen mehr, weil ich vielleicht vermuskelkatert bin, wie ich das die ganzen letzten Tage war, dann ein bisschen mehr davon geben und ja, einfach mit Wasser runterspülen und so. Und das ist auf jeden Fall gut, das gleicht die Säure aus, macht, also wenn ihr zu sauer seid, werdet ihr dadurch basisch und basisch ist gut, basisch macht euch gesund. Säure macht euch eher krank, nicht unbedingt, also es ist auch nicht 1000% schlecht jetzt, wenn ihr ein bisschen was esst mit Säure drin, Fleisch, Eier und so, man braucht ja auch ein bisschen Power im Leben, aber so könnt ihr das halt ausgleichen und genau, darum würde ich mich auf dieses Supplement beschränken, wenn man nur ein einziges Supplement nehmen würde, weil viele andere Sachen, so Calcium, Magnesium, dies, das, jenes, und dann nimmst du das alles gleichzeitig, was kriegst du davon? Bauchschmerzen. Und einige Sachen sind auch, darf man nicht zusammennehmen, weil dann das eine die Aufnahme des Körpers blockiert für die andere Substanz oder blablabla. Darum, ja, über 2000 Mineralstoffe, Vitalstoffe sind da drin und darum, also wenn ich nur ein Supplement empfehlen würde, dann würde ich das empfehlen, nehme ich auch regelmäßig eigentlich und ich habe davon noch so ein paar mehr Beutel, ich mache euch einen Link unten rein, wo ihr das bekommt und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrungen mit sowas gemacht habt, was für Supplements ihr nehmt und was euch hilft, ja, also was hilft euch im Training? Gibt es ein Supplement, wo ihr sagt, das ist richtig gut, das ist 100% Leistungssteigerung in 2 Minuten? Oder habt ihr das Gefühl, das bringt alles überhaupt gar nichts? Also ich habe das Gefühl, einige Sachen bringen schon was, einige andere Sachen ein bisschen weniger. Falls euch da noch mehr interessiert, ich kann gerne noch mehr über solche Supplemente sprechen. Ja, und auch über Ernährung oder alles, was dazu gehört. Kann ich gerne machen, falls ihr da Vorschläge habt, immer schön in die Kommentare reinballern. Ansonsten, wenn ich mich auf ein Supplement beschränken würde, würde ich dieses da, seid ihr auf jeden Fall mit auf der guten Seite, weil ihr fast alles da drin habt, was ihr so braucht. Und ja, dann nehmt ihr das halt nicht einzeln, ne, sondern alles gemeinsam in einer biologischen, grünen, basischen Form, gepresste Form. Ja, das war mein Video zu dem wichtigsten Supplement meiner Meinung nach. Aber alle anderen Supplements sind natürlich nicht zu verachten. Und auch eine gesunde Ernährung ist nicht zu verachten. Es sollte, jeder Sportler sollte sich gesund ernähren, weil eure Leistung geht Hand in Hand mit eurer Gesundheit. Ihr könnt nicht Maximum Leistung haben, wenn ihr ungesund seid, ungesund esst, wenn ihr andauernd krank werdet. Krank werden ist sowieso das Schlimmste. Ich war seit Jahren nicht mehr krank. Ja? Also wenn ihr krank werdet oder also ihr wisst das ja, so eine richtig harte Grippe oder so, die kickt euch richtig aus dem Leben. Ja? Also dann, das wirft euch 5 Wochen Training zurück und alles, was ihr vorher trainiert habt, war für die Katz darum, niemals krank werden. Immer schön eure Vitamine essen und so. Ne? Für das Immunsystem sorgen. Und Regeneration beschleunigt sich auch. Und was habt ihr, wenn ihr viel trainiert habt und wenn ihr dann schnell regeneriert, dann könnt ihr schneller wieder mehr trainieren. Das heißt mehr Training. Also nur gut, alles gut. Ja? Und das habt ihr halt nicht, wenn ihr jeden Tag euch nur von Fastfood ernährt und andauernd krank werdet, weil ihr keine Vitamine habt, weil ihr kein Immunsystem habt, weil ihr nicht mal kalt duschen geht, also kalt duschen stärkt auch Immunsystem, fördert Regeneration und so, kostet Willenskraft, aber ist auch richtig toll. Oh ja, kalt duschen, das ist das wichtigste Supplement. Das würde ich auch auf jeden Fall noch empfehlen, ja. Also, bevor ihr euch irgendwelche Pillen und Kapseln reinzieht, geht erstmal kalt duschen, ja. Also, eine kalte Dusche
macht mehr Entzündungen weg und mehr Regeneration als, ich meine, richtig kalt. Eiskalt, 10 Minuten, macht mehr Entzündung weg als, keine Ahnung, eine halbe Packung Schmerztabletten oder so. Auf sicher schwöre ich euch, und besser fühlen werdet ihr euch auch danach. So, das war's von mir. Ich bin raus. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns in den nächsten Videos.